Ja, ihr habt richtig gehört. Eine Insel im Kornfeld. Wisst ihr nicht? Ihr meint, eine Insel müsste immer Wasser drumherum haben? Meine Insel liegt einsam und verlassen mitten in einem wogenden Kornfeld. Ich habe sie vor 14 Tagen entdeckt. Sie ist ungefähr so groß wie zwei Klassenzimmer. Es gibt eine Menge Gebüsch und Sträucher und einen wunderschönen Tümpel. Da drüben, das ist sie. Meine Insel im Kornfeld. Hübsch, nicht? Ja. Manchmal, wenn der Wind so übers Korn geht, da sieht es aus wie ein großes gelbes Meer. Das Kornfeld ist ein weiter Ozean. Da kommt nur durch, wer sehr gut schwimmen kann. Mit letzter Kraft habe ich's geschafft. Die Welle spült mich an das Ufer an. Auf meiner Insel im Kornfeld, auf meiner Insel im Korn. Ja, da fühle ich mich, ja, da fühle ich mich ganz frisch und neu geboren. Auf meiner Insel im Kornfeld zwischen Distel und Anis. Ja, da lebt es sich, ja, da lebt es sich ganz wie im Paradies. Denn hier zirpst die Grille, da blüht die Kamille. Und König Eichhorn wechselt aufgeregt den Ast. Es summt die Hornisse, da riecht die Melisse. Und Charlie Laufkäfer ist wieder mal in Hast. Und dort auf dem Rasen, da tummeln sich Hasen. Ein kleiner Frosch erwacht, erschreckt aus seinem Traum. Und über der Quelle, da surrt die Libelle. Und eine Made seilt sich leise ab vom Baum. Auf meiner Insel im Kornfeld, auf meiner Insel im Korn. Ja, da fühl ich mich, ja, da fühl ich mich ganz frisch und neu geboren. Auf meiner Insel im Kornfeld zwischen Distel und Anis. Ja, da lebt es sich, ja, da lebt es sich ganz wie im Paradies. Hier kann man Erdbeeren in Mengen verzehren. Der Sauerampfer wächst einem direkt in den Mund. Hier vorne blüht Klee und Pfefferminztee. Und Hasenbrot, das schmeckt so gut und ist gesund. Hier unten im Schatten, auf weichen Moosmatten, lieg ich und zwinker über mir den Wolken zu. Und von diesem Stand sieht man weit übers Land. Die Sonne brennt, ich summ ein Lied und setz mich zur Ruhe. Ist das schön. Ja, da drüben, da sind noch mehr Inseln. Und diese langgestreckten Buschreihen da, das sind ganz wichtige Hecken. Jetzt werdet ihr sagen, Hecken? Na, das sind doch diese eckig gestutzten grünen Klötze um die Gärten herum. Es gibt auch andere. Seht ihr diese Buschreihen zwischen den Feldern? Und das Unterholz? Die kleinen und die größeren Bäume mitten in der Landschaft? Das sind auch Hecken. Und die gibt's immer da, wo noch Platz ist und wo alles noch so wachsen kann, wie es will. Natürlich sieht so eine Hecke nicht besonders ordentlich aus, aber das soll sie auch gar nicht. Sie hat ganz andere Vorzüge. Sie hält die Erde fest, sodass der Wind sie nicht wegblasen kann. Mit ihren Wurzeln speichert sie das Regenwasser. Und die Pflanzen, die dazwischen angebaut sind, freuen sich ganz besonders. Die Hecken halten den Wind ab. Am wichtigsten aber ist die Hecke für viele kleine und größere Tiere, die sonst gar nicht wüssten, wo sie wohnen sollten. In dieser Hecke leben zum Beispiel eine Menge kleiner Tiere, die Schädlinge aus den Kornfeldern wegfressen. Das hilft uns also auch. Wir brauchen dann kein Gift auf die Felder zu streuen. Und das wussten die Bauern früher auch. Sie säumten ihre Felder mit Hecken.
Das war gut für die Pflanzen und gut für die Tiere. Also auch gut für die Bauern. Außerdem sieht's schön aus. Zeit aber haben es die Hecken schwer. Die Bauern brauchen Platz für ihre Felder und ihre Traktoren. Sie nehmen die Hecken weg. Übrig bleibt dann nur noch eine Sorte von Pflanzen und das stört das Gleichgewicht in der Natur. Tja, dann sieht es so aus. Eine öde Landschaft, kahl und leer. Hier wächst nichts so, wie es will und die meisten Tiere sind ausgezogen. Ja, da ist mir doch so eine Landschaft wirklich lieber. Hey, hier ist es gut. Na nun, kriege ich Gesellschaft? Tatsächlich, hier gibt es jede Menge. Hey, guck mal da oben. Was wollen Sie denn da? Ich? Ich heiße Peter Lustig und ich genieße die Natur. Was macht ihr denn hier? Wir sind mit unserer ganzen Klasse unterwegs. Das ist nämlich Unterricht. Unterricht? Wo ist denn euer Lehrer? Den haben wir abgehängt. Der ist bei den anderen, drüben in den Hecken. Was wir hier machen, ist so eine Mischung aus Kunst und Biologie. Unser Lehrer unterrichtet nämlich beide Fächer. So ein Projektunterricht. Aha. Und wie sieht es aus? Euer Projekt? Also das ist so. Ach, erklärst du ihm, Stefan. Also es soll so eine Art Ausstellung werden über bedrohte Pflanzen und Tiere. Über bedrohte Tiere? Ja, wer bedroht die denn? Na, in den Inseln und Hecken wohnen doch eine Menge Tiere. Ja. Und die Inseln werden einfach abrasiert. Ja, was macht ihr denn nun mit denen? Ich meine, sammelt ihr die ein oder was? Nee, die malen wir. Schau mal. Aha, ein Schmetterling. Ein Tagfornauge. Ja. Ja, das ist eine fabelhafte Idee. Wisst ihr was, wenn ihr nichts dagegen habt, ich helfe euch. Ich kann auch ein bisschen zeichnen. Ja. Ja. Oh, ja, super. Hilf uns. Ja. Na gut, dann wollen wir mal. Also los. Na, spitze. Was sieht er denn da? Ah, den Igel. Ja, den kenne ich. Der wohnt schon lange hier. Gut getroffen. Oh, die sind aber niedlich. Wo hast du die denn entdeckt? Da. Och, jetzt sind sie weg. Du warst zu laut. Das ist eine prima Stelle hier. Da ist allerhand los in der Natur. Ja. Ich glaube, da kommt der Bauer. Hast du Angst? Ich weiß nicht. Du brauchst keine Angst zu haben. Der ist sicher nett. Woher willst du denn das wissen? Einer, der so eine schöne Buschinsel stehen lässt, der muss ja nett sein. Sonst hätte er sie schon abgeräumt und einen Acker draus gemacht. Ne? Tag, Herr. Tag. Schulausflug, wie? Wir haben kein Konzerttrampel und nichts angestellt. Im Gegenteil, wir haben Bilder gemalt aus der Natur. So schön finden wir Ihre Buschinsel. Buschinsel? Der Dreckhaufen kommt weg, noch vor der Ernte. Was? Wieso denn? Warum denn? Warum? Das ist doch nichts als Unkraut. Unkraut ist auch ein Kraut. Und vielleicht sogar ganz nützlich. Also da drinnen ist ein Mäusenest neben dem anderen. Im Unterholz nisten die Tauben. Die fressen mir mein Korn weg. Was sollen sie denn sonst fressen? Sie haben ja alle Insekten vernichtet. Mit Gift. Werd bloß nicht frech, du. Wollt ihr, dass ich Kornblumen ernte oder Korn? Es gibt aber eine ganze Menge Bauern, die finden solche Buschinseln ganz nützlich. Hier ist kein Naturschutzgebiet. Aber auch kein Naturschmutzgebiet. Mir steht das alles im Weg. Beim Pflügen, beim Eggen, beim Sehen und beim Ernten. Immer muss ich drum rumfahren. Der Dreckhaufen kommt weg. Ich brauche jeden Quadratmeter Ackerland. Sagen Sie den Kindern, dass sie verschwinden sollen. Sie sind doch der Lehrer. Nö, bin ich nicht. Ich kann den Kindern überhaupt nichts befehlen. Also, ich könnte euch vertreiben oder der Polizei melden. Das wisst ihr. Ja, das wissen wir. Wir haben auch nur eine Bitte.
Wir möchten Sie zu unserer Ausstellung einladen, in der Schule, am nächsten Samstag. Vielleicht können wir Ihnen dann besser erklären, was wir wollen. Ach, davon hat mir die alte Kräuterliesel schon erzählt. Feldwirtschaft kontra Wildwuchs, was? Na gut. Aber glaub bloß nicht, dass ich was davon halte. Ich nicht. Wiedersehen. Wiedersehen. Bei der Ausstellung. Naja, erstmal haben wir Ruhe. Du warst prima, Ralf. Du kommst natürlich auch zu unserer Ausstellung. Ich? Ja, gerne. Du könntest uns eigentlich bei den Vorbereitungen helfen. Wo du so gut malen kannst. Na schön, abgemacht. Oh, fein. Gut. Entschuldige, ich bin ein bisschen spät, Mann. Mach doch nichts. Wir haben schon das meiste fertig. Vielleicht kannst du uns auch beim Schildermalen helfen. Ach. Hey. Wie sieht's da nach Arbeit aus? Habt ihr da noch was für mich übrig? Keine Sorge. Wir haben die Ausstellung wie einen Vergleich aufgebaut. Hier rechts sind alle Tiere und Pflanzen, die im Getreide leben. Ja. Und hier links, die in den Buschinseln und Hecken zu Hause sind. Das ist eine Heuschrecke. Das ist von mir. Ja, toll doch. Ah ja, Schnecken gibt's im Kornfeld und Spinnen. Und das sind Mohnblumen, ne? Ja, das ist die Heidi. Ah, da ist ja meine Maus. Also das hätte ich nicht gedacht. Im Kornfeld ist so wenig los und so viel verschiedene Tiere und Pflanzen in den Büschen. Wie viel sind's denn? Über 60, aber wir haben ja noch längst nicht alle gemalt. Nur die wichtigsten. Schön, dass ich zu spät gekommen bin. Ich bin einen Umweg geradelt. Stellt euch vor, der Bauer erntet. Na und, unsere Buschinsel, steht sie noch? Noch. Na ja, das ist ja nichts Schlimmes, wenn der Bauer erntet. Das muss er doch. Schließlich wollen wir ja Brot essen und Kuchen. Und dazu brauchen wir das Getreide. Und meine Insel steht doch noch. Wozu also die Aufregung? Tja, das Korn ist reif. Es wird abgeschnitten und gedroschen. Hinten kommen die Halme wieder raus und die leeren Ähren. Und hier oben die Körner. Ziemlich laut, so ein Mähdrescher. Ha, kein Wunder, dass da die Rehe aufgeregt weglaufen. Aber, Himmel, daran habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Da unten, im Feld, da leben ja auch Tiere. Was machen die denn jetzt? Die müssen doch weg. Ja, sie fliehen. Los, schnell, weg. Beeil dich. Schnell, schnell, die Maschine kommt. Nein, nein, nicht hochklettern, weglaufen, ja. Na, ich fürchte, nicht alle haben es geschafft. Gut, dass meine Insel noch steht. Darauf haben sich sicher viele Tiere gerettet. Tja, eine traurige Geschichte. Aber was soll man machen? Wir brauchen ja schließlich das Korn. Ach du meine Güte, noch so eine große Maschine. Die sammelt das Stroh ein, macht handliche Pakete draus und wirft sie auf den Wagen. Sehr bequem für den Bauern. Für ihn war es eine gute Ernte. Aber nicht für die kleinen Tiere.
Wir haben uns überlegt, dass wir noch eine zweite Ausstellung machen. Mhm. Eine traurige. Eine traurige? Ja, über die Tiere, die fast ausgestorben sind. Aha. Komm mal mit. Feldhamster. Ist aber keiner drin. Kerbelkraut. Ist leer. Wachtel. Ist ja alles leer. Das sind ja auch fast alle ausgestorben. Ach, jetzt begreife ich. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass so viele Pflanzen und Tiere schon fast ausgestorben sind. Was eine gute Idee von euch. Da hat uns die Kräuterliesel draufgebracht. Aha. Von der hat auch der Bauer gesprochen, nicht? Ja, sie ist die älteste Frau im Dorf und sammelt Kräuter. Ja. Peter, meinst du noch ein paar Schilder? Ein paar Schilder? Für die Ausstellung? Ja. Hier drauf? Ja. Und was soll ich schreiben? Adonisröschen. Adonisröschen. Sag mal, warum ist das eigentlich ausgestorben? Schau mal da. Aha. Logisch. Der Bauer spritzt Gift gegen das Unkraut und dabei sterben eine Menge anderer Pflanzen, ja. Und viele Tiere sterben, weil die Büsche fehlen. Ja, da sieht man es ja ganz deutlich. Da oben gibt es noch viele Büsche und auch viele Tiere. Und weiter unten, ja, da werden es immer weniger Büsche und immer weniger Tiere. Ein Drittel der Pflanzenwelt und fast die Hälfte der Tiere ist vom Aussterben bedroht, sagt unser Lehrer. Ran, Stefan, helft uns! Bei dem Bauern brennt das Feld! Wir müssen die Tiere retten! Los, nehmt euch Gefäße! Leg die Fahrräder hier hin und dann macht eine Kette. Sammelt die Tiere ein und dann bringt sie rüber zur Insel. Ne? Und legt so nah ran an Feuer. Ach. Hier, guck mal. Wo? Ja, abziehen. Guck mal da, da ist noch was. Ja. Komm, 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 du wirst auch gerettet. Da, komm. Da, hast du dich, guck mal da. Ja. Ja. Komm schnell mit, sonst hier, verbrennst mal, du. Da läuft was, geh mal einer da schnell hin. Da. Guck mal, toll. Ich hab ne Maus. Da, guck mal, was ist das? Ja, ja gut, tut uns rein. Hab keine Angst, ich will dich doch nur vom Feuer retten. Ja. Oh, hier, hier, lass mich mal. Ja. Ja, lass mich. Oh, schneller, schneller. Feuer kommt. So, und jetzt? Jetzt ins Gebüsch hier mit den Tieren, auf die Insel. Hier ist doch was. So, komm schnell, komm. Hier ist noch was. Schaut mal da. Ja, ich glaube, der Wind hat gedreht. Da drüben brennt schon gar nicht mehr. Der Bauer ist auch da. Sag mal, ihr seid wohl vom wilden Watz gebissen, was? Oder warum springt ihr hier im Feuer rum? Wir retten die Tiere vom Verbrennen. Ja, wir sind Tierschützer. So, Tierschützer. Und Sie helfen ihnen dabei, was? Ja, ja. Sagen Sie, warum machen Sie das eigentlich überhaupt? Na, zu meinem Vergnügen ganz bestimmt nicht. Wenn ich das Stroh nicht verbrenne, bleibt es mir im Flug und in der Egge stecken. Und ich reiß mit den Stoppeln die Erde klumpenweise raus. Sie verbrennen also die Tiere nur, um ihren Maschinen zu helfen? Na, also ganz so schlimm ist es ja nicht. Schließlich haben die Tiere Beine und Flügel. So? Hier habe ich aber keine Flügel und Beine entdecken können. Hör auf! Sonst kommt er nicht zu unserer Ausstellung. Sie kommen doch am Samstag, ja?
Eure Sorgen möchte ich haben. Wir geben sie Ihnen gern. Aber er hat sich fein angezogen und ist gekommen. Ja, jetzt schaut er sich gerade alles genau an. Ja, wissen Sie, alles ganz nett, aber für unser einen unrealistisch. Was? Ja, ich bin Bauer, mein Kind, und kein Naturschützer. Klingt gar nicht gut, ne? Bechtold. Ach, Sie sind's. Ja, Herr Bechtold. Und so eilig? Eilig? Ich? Ach, nö, komm. Übrigens, ich hab's mir überlegt. Was haben Sie sich überlegt? Na, ich lass Sie stehen. Was lassen Sie stehen? Na, eure Insel. Die Insel? Ja, den Dreckhaufen. Ach, das ist ja... Wieso denn? Naja, halt doch wegen der Tiere. Ja. Und dann ist es besser für den Boden. Der trocknet nicht so leicht aus. Mhm. Und der Wind wird abgehalten. Aber... Wenn ich ehrlich bin, also manchmal sitze ich da ganz gern, früh morgens zur Frühstückspause. Verstehen Sie? Ja, das kann ich gut verstehen. Trinken Sie einen mit? Ja. Selbstgemacht, Herr... Lustig. Das finde ich auch. Ach so. Ja, danke. Prost. Und ihr auch. Besorgt euch doch auch mal eine Flasche Limo. Und stoßt mit an. Auf unsere gerettete Insel im Kornfeld. Prost und abschalten.